Da bin ich und da geht's los. Und ich werde hier ein bisschen carryen. I'm sub, na dann. Dann. Select a hero, please. Ich weiß gar nicht, was los ist irgendwie. Ist das irgendwie. Ist Ayo irgendwie Mango-Held? Ist der irgendwie im Cavern? Ist der irgendwo anders? Ich hatte heute irgendwie 3 der 4 Wisp-Spiele. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Die waren alle scheiße. Das sollte er jetzt ja nicht hören, damit er nicht gleich schlechte Laune kriegt, aber die waren alle scheiße. Only 10 seconds. Und. Deswegen bin ich nicht so begeistert. Rarity meint, es ist kein Geheimnis, wenn sie das schon weiß. Aber vielleicht weiß der es ja nicht, oder? Was weiß ich? Ich weiß es doch alles nicht. Wen nehmen wir denn? Your pick. Ein Storm ist in der Mitte. Ein Void. Spectre. Ten seconds to pick. 5 seconds remain. Bisschen Control würde unserem Spiel nicht schlecht tun. Ein Stout Shield. Ein Slug, aha. Na dann, bin ich mal gespannt. Position 4 Windranger finde ich ganz okay. Wenn es gut gespielt wird. Das war bei fast allen Helden so, aber es spielt ja schon mit rein, dass das halt so. I am the Elder One. Zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht wie mit Ayo. Ich bin schon so, ich bin immer so ein meckriger Typ, ne? Ich fange immer schon an. Ich meine, ich sag das den Leuten nicht, aber hier so. Immer so meckrig zu sein. Dann komme ich ins Spiel und denke so, und so weiter. Das ist ein okayes Storm-Spiel. Beastmaster Ulti. Clockwork Ulti. Eiswaffe. Alles so. Ein paar Instant-Sachen. Auf Klings aufpassen und so. Aber andererseits hat man auch gute Initiation-Möglichkeiten. Kommt von Slark gut weg. Ja, ist in der Dual Lane, stimmt. Dual Lane ist ja der heiße Scheiß im Moment. Go here. Go to our rune. Begin the digital sports. Time is money. Every coin helps. Das war Knäppchen. Beide kassiert. Let one creep pass. Ja. Yeah. Forever.
First blood. First blood. Ah, and visible opus. So, dann sind wir auf den Range Town. You get nothing. Nothing. Sie macht einen Pull. Das ist ganz vernünftig. Was habe ich mit die IOs gesagt? Ah, you can't help me here, I think. Ich hole nur ein paar Level. Feed hat noch ein bisschen den Safe Laner und dann ist alles okay. Keine Sorge. Ich weiß nicht genau, was los ist mit diesen IOs. I have to eat creep. So, clock me down, clock me down. Mal Boots einsacken. Harassed a lot in this lane. I'm coming to... Ja, die Windung des Spiels ist jetzt ganz hüftig. Ups, meine Maus hat gerade gehakt. Wie sie es ganz gerne mal macht. Viermal gestorben schon. Na dann. Das Problem ist jetzt, dass wir dadurch ziemlich viel Space auf ihren Supports bekommen. Schauen wir mal, bin mal gespannt. Can you go on the lane? I'm on the lane. Second. They have sentry here. So it must be. Upp, was ist mit dem Pull passiert? Kommt da die ganze Bagage wieder? Vielleicht kann natürlich so eine Rotation in die Mitte passieren. Every coin helps. Clock is here. Da ist der Clock. Ich mach mal kurz unsere Runen ab. Das ist relativ viel Geld fürs Team und das Team kann es wirklich gebrauchen. Yeah.
Ich nutze mal den Schrein. I'm here. Killing Spree. Ja, läuft. Okay, who is that courier? Me. I'm not ready. I'm not ready. Clock time. Ups, die Maus hakt gerade wieder ein bisschen. Das ist so mühsam, dass jedes Spiel immer so aus dem Rückstand ist. Einfach mal so ein ausgeglichenes Spiel wäre ganz nett. Nein, so wie vorne liegen. Ja, wollen nicht so viel erwarten. Maybe TP out. Maybe TP out. TP out now. TP out now. Come top Wind Ranger and we kill Beastmaster. Danke. Don't show, don't show. Drei. Ich habe ja nichts gegen diese ganze Duo-Lane-Geschichte. Can't lane against this guy anymore. Sorry, Roman. Gotta watch out. Clock is missing. Nicht mehr rausgekriegt. So. Klings könnte noch hier oben rumhängen. A Sentry mid. Ich hole noch mal ein Region-Item, weil der Cast dann doch ab und zu der Dude. Links is coming top. Links is coming top. Okay. I can't hit. My control improves. Links is top. I can't still see. You killed bottom. Black is not level 6 right here. Storm, can you still bottom? Ein paar Rotations nach oben erzwingen. Oh nein, bitte nicht sterben unten. Mann! Also langsam nervt es mich. Ich halte es echt eine Weile aus, aber es geht halt nicht. Ich habe keine Lust auf solche Spiele. Das ist scheiße. Wir können den Slark nicht so kaputt feeden. Deswegen ist es auch mal gestorben. Das ist halt echt. Das geht nicht. Das geht doch nicht. So. Beastmaster's missing. Can we take the 10 minute runes, please? It's a lot of gold for you guys. Missing top. So. I got the bounty runes. Cancel mal TP-Bot. Wollte unten, ich dachte, Klings chased ein bisschen. Can I get some mana, my friend? Yeah, yeah, I'm soon. I don't. Missing top. I don't get my silver. Fate takes you. Slack is level 7 now. He bought fucking Tom. Before their supports. We have Tom, guys. Clockwork is coming top, careful. My quiver.
Ayo, use courier. Kalinx is missing. Yeah, we can. Schon wieder zu früh die Attack abgebrochen. Dass wenn die zu dritt oben sind, dann ist schon eine okay Gelegenheit. Ayo, help there. I'm fine in the lane. Oh, Kalinx bottom mit Didi. Warum habe ich letztens schon mit ihm gespielt, mit dem Doom? Der klingt ja ganz putzig und alles. Alles nice, alles fein. Kalinx is missing. Bloß, dass sie ihre Lanes halt so krass verlieren. Was ich mir ganz gern sparen würde. Kalinx is missing, guys. He was coming here. So, mal Level 10 rausholen. Mega Kill. So. I have Doom. Let's kill Kalinx if we can. Hey, go on me. Not buying Shadow Blade soon. Ah, but der ist überlebt jetzt. Fucking fuck. Muss man TP kaufen. Beastmaster TP, careful. I'm running middle too. I'm running from their back. We can kill. Ah, unser Tier 1 steht nicht mehr. Ich will gerade hin TPen. Und dann sehe ich so, Moment mal, da steht ja gar kein Tower mehr. Okay, das sieht mal ganz gut aus. Wir holen hier ein bisschen auf. Den ganzen Quatsch. Ich wollte übrigens gar nicht 8 Stärke nehmen, ich habe mich verklickt tatsächlich. Ich wollte hier 20 Damage nehmen und später ist egal. What the fuck? Gibt's da noch Action? Okay, danke. Hat er ihn gar nicht gerightklickt? Du darfst ihn schon auch rightklicken, ist nicht verboten. Slug missing with Shadow Blade, careful. I have Doom soon, in a half minutes. Beastmaster's top.
Kill beast. Yeah, we can go. Fortified their towers. Phoenix is slacked up, slacked up. My foresight. I have doom, let's smoke. I'm buying smoke. He has Orchid. I'm coming to him. Can we kill? No. Oh no, no, it's good. I got Chronosphere ready. Fairy Dust too. Coming top. He's coming here. Yeah. We get a sentry somewhere there. I can just chrono him and we kill. Let's smoke, maybe. I have doom. It's good. Double damaged void. Wait. We don't want to use it on Clock. No, we don't want. Want to kill Slark or Klings? Your top tower is under attack. Klings. No, man. You see. No. Doom is gone. Waren wir schon committed? Get a smoke, please. Das war ein bisschen zu weit committed, da waren wir halt schon drin, war es auch egal. What, you had smoke? Or you did buy it now? Dire structures are fortified. Ah ja. Da war es schon klar, ich dachte, wenn ich den Klings mitnehme, der Rest ist mir halt egal. Was mit den anderen ist. Wenn ich den Klings mitnehme, ist es okay an der Stelle. Your top tower is under attack. ITPN, chase him. Slark is here. Coming, Slark. Yeah, you're here, Wind Ranger. To kill. He doesn't. No Chrono. Yes. I just need to go for a Yules so that I stop dying to the clanks. Thank you.
Roman Lincolns. Beastmaster Quatsch. I come bot, wait for me, wait, don't show, don't show. Well, maybe we can bait him. I can bait him, wait. Stimmt, den Quatsch gibt's ja nicht. Congratulations. Your an dem Shop. Hm, 24-24, bei mir steht 815. Einigermaßen ausgeglichen. Bisschen tricky insgesamt trotzdem. Drop tower under siege. All in this. A gem or something. Hm, ich hab keine Krone. Ich bin scared of a gem. Yeah, he's just going nullifier. Got Chronosphere in 15 seconds. Your bottom tower has been destroyed. Again? I will buy this item. It's so important. Aufpassen mit Klings, wenn ich eine Chronosphere mache auf den Slag und dann der Klings draußen steht, also Chronosphere auf Slag und der Klings draußen steht und mich dann trifft, kann ich mich ganz schön zerlegen. Clock is here. Careful there. Careful, a lot of there. Careful. Yeah, we know that. Time is money. Wir wissen auch, dass sie da sind, Kinders. Oder alle vielleicht nicht. Nicht jeder das Memo bekommen. Another fight. Careful. Careful. Yeah, don't fight for this tier 2. But we don't see Klings, we can solo kill you. Yeah, we don't know where he is, that's the point. So be careful and we don't have Windranger right now. Wait, we'll get your TP back in a second. Klings mich da fast gekillt.
guy is good defense. So. Okay, was braucht der Link ins Racketblink? Weil der. Weil er hier Nullifier Orchid baut. Weil sie einen Beastmaster haben. Das sind schon zwei sehr gute Gründe für sich alleine genommen. Mana Region ist ein netter Bonus. Entry. Coming with the forward. Radiant structures are fortified. Yeah. Klingt das Nullifier, so be careful. I'm just getting back. Then, can you tether me? Slark and Beastmaster Trap. Da verlieren wir zwei Wards, weil wir irgendwie nicht schnell genug die warden können, leider. Klinks ist hier, Klinks hier, Nullifier, Orchid, careful. So. BKB wäre auch gegangen, ist halt schwierig. Ne, wenn du aus dem Nichts mit beiden überrascht wirst. BKB werde ich später auch noch brauchen, da werde ich nicht drum rumkommen in dem Spiel. Vielleicht auch schon jetzt nächstes und dann halt. Das ist Sentry hier. Hey, mein Torwart. Shit haben. Er hat das Orchid aufgesammelt. Er will ich lieber den Slark fokussieren. Klingt das die Ages, so. No point to do clicks, I will do slug. Down here. Let me initiate slug as well. Slug is good. Coming bot, careful. Check you, let's go. Careful, we don't know where Klinks is. Your middle tower is I think Klinks is near me. His master has Shadow Blades. I had it for a while. Klinks is here. Maybe. Tide is money. Beastmaster top. Klinks somewhere here. I just wait, Chrono. Just fighting Chronos. Das ist korrekt. 3 minutes Klinks left is coming. For ages. Go. Again. Yeah, yeah, go. Well done, boys. I'm just rotating bottom and someone needs to go top.
I'll rotate bottom. Okay, I'm going top. I top. Come here. Slark is here. Careful. Yeah. I have Chronosphere in a few seconds. Be ready to follow up. I'm watching. They have a ward. Ward here. Out of time. So. Killings is almost up. We have Chrono at the moment. Maybe we can smoke with Killings. What for a smoke then? Careful, Storm. Scouting. Bottom tower being attacked. Slark is top. Clock is here, clock is here. Go for him. Go middle fast. And Kriegs is here. Somebody come. Your top tower is under attack. Stop that, it clinks this bullshit. Muss sie halt schnell, muss halt sich schnell bewegen. Wir haben gerade unten gekillt, deswegen hat der Stark gedacht, okay, die sind noch unten, so schnell werden sie oben nicht sein. Lincolns, when you tried to doom them last? I saw that he did. I'm getting Shivas. Okay, 35 minute runes. Take them top, please. I'll take the bottom ones. Time is money. Aghanim's should später auch richtig stark sein. Slark and Clock are bottom. Clock used his ult. Not yet. I have no Chronosphere, I killed Slark with it, so be careful. You do know your bottom tower is being attacked, right? There's a haste rune top. Hex. That was so bad for me.
I didn't expect that hex. Oops. Backtrack, wenn ich mal gefokust werde. Guys, I have this. So, your HP is so much. On that BKB. Okay. My door is ringing. I have to get the door. Just pause for me when I disconnect, okay? Okay. So, bin gleich wieder da, Boys. Ja, wie so oft irgendwie ein Postmann, der einfach im ganzen Haus klingelt, auch wenn er gar nicht zu mir möchte. Naja. So hart. Once again, Digital Sports. Take Roche, then. We're in a great spot. Mich nicht mehr selber silencen. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Der Spendenauto war gerade super laut. 4 Euro von Mr. Burns. Den Text kann ich gerade nicht lesen. Guck ich mir gleich nochmal an. I'm on my way. They're doing it. So we have to be somewhat. Look at bottom. I have no TP. So somebody of you. Don't take me back. Let me farm here, thank you. Go back. Knicks. Can you dust when you come? Dust? Oh, we don't have. So. Can we rush now? We can rush. Okay, I'm coming over. Push top if you can. Klinks can see blitz. Yeah, Windranger can push out top. So. The sentry. Storm, take it. Right here.
Klicks ist bei Bett. Careful, Klinks. What the fuck, how fast is he? For the rush. Klinks on you. Oh, I have nothing. Come on, one more bash. Nice! Die back. Finish the rush. Good. Yeah, there was like a million buybacks. Just take and me back. Diebacks. Take Roche. Garage, the garage. I secured again. Tether me, take me back. Oh, never mind. No, I secured again. I'm coming back to the rush. Yeah, take it, Storm. Come. Oh no. Yes. Yes, my boys! That's nice. It was like a million diebacks. Yeah, that's great. Two towers. How max was that? That was a bun. Destroyed their middle tower. You win the game. Middle tower is kills Slug. Hey, let's get bottom tier 2. Slug dead again though. So. Keine Milch im Haus, ja. Auch nicht genau. Kein Kaffee auch. Auch kein Kaffee im Haus. Meine Schwester auch schon ganz entsetzt. Kommt zum Frühstück vorbei, ich hab keinen Kaffee. Get out now. Yep, yep, no, we yep. Fight this shit. It's jam. I have jam. This is jam. Ich hab einfach echt Sorgen gemacht. Was hängt da? Just then. You're killing me, boy. Yeah, I'm sorry about this. It's not time yet. By the way. Was macht Tether denn eigentlich jetzt genau? Machst du irgendwas mit meinen Cooldowns? Zumindest weiß ich nicht, was sie geändert haben da. Maybe go test. Again, another Tether. Stupendous! Be right back. Let's go back, Kling. Ein Agonyms warten. Gibt der Axe Buff? Ach so, den Agonyms Buff. Der ein Tether. Ah, stimmt.
Ein bisschen hin. Das ist nicht so ganz verfolgt. Links ist maybe behind us. They're just leaving us to end. Okay. Ja, meinem Ende ging es ganz gut. Der Doom hat die ganze Zeit schön erzählt und so. Und ich weiß nicht, was unten passiert ist danach. Da ich halt ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, konnten wir darauf aufbauen. Aber ich... Boah. Ich finde es anstrengend, solche Spiele, weil du halt nicht weißt, wie es läuft, warum sterben die so oft, was passiert da. Und dann gefarmter Slug und Klings sind echt mühsam. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich mag den Typ, weil er uns das erzählt hat. Also es kann wirklich mies werden. Gerade wenn er dann Orchid Nullifier hat und alle solche Geschichten. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich alles. Was hatten sie unten? Jakiro Clockwork. Ja, keine Ahnung. Ist auch nicht ganz ungefährlich, sage ich jetzt auch nicht, aber wenn man das immer nur so ganz halt die Meldung bekommt, du farmst auf deiner Lane, es läuft ganz gut, immer so zack und Double Kill und tot und so viel auf die anderen Lane gestorben. Das macht halt Sorgen, vor allem wenn man halt die letzten Spiele oft so hatte. Und das ist aber das Gute, warum ich sowas ganz gerne spiele, dann als Position One im Vergleich zu den letzten Spielen, wo ich dann in ganz ähnlichen Situationen dann halt auf der Safe Lane als Support war. Als Safe-Lane-Support sitzt du da und betest halt, dass dein Position One mit dem Free-Farm was macht. Und ich hatte es hier im vorletzten Spiel, da hatte ich halt meinem Safe-Lane, dem Morphling, eine Free-Lane gegeben. Er hat absolut einen Free-Farm gehabt. Ich habe den Offlaner komplett gezoned. Und im Mid-Game macht er einfach nichts. Und das habe ich halt viel zu oft, deswegen spiele ich im Moment wieder Position One, obwohl ich eigentlich lieber oder mehr Bock hätte auf Position Four. Aber ich hatte zu viele Spiele, wo du halt das so freiräumst und dann macht dein Safe-Laner, der Free-Farm hatte, halt nichts im Mid-Game. Und dann guckst du halt als Support so aus dem Fenster und denkst so, ja schade. Schade, dass ich mit meinem Witch-Doctor halt nicht das Spiel carryen kann. Von daher... Ja. Von daher habe ich dann lieber die Position One im Moment. Naja. Gucken wir mal, was ich in der nächsten Runde spiele. Vorhin war es Lifestealer, das lief auch richtig, richtig, richtig gut. Mit Lifestealer, das war auch so ein richtig krasses Match. Und das mit dem Void. 25-1. Wo bin ich denn da gestorben einmal? Ah, wo wir so lange gechased haben. Das weiß ich ja. Immerhin den Klings noch bekommen an der Stelle. Ich kann auch den Graph angucken. Mal gucken, wie das aussah. Dadurch, dass ich so einen guten Farm hatte, lagen wir relativ gleich auf. Ich sah nach 10 Minuten aus. Na gut, der Klings war vor mir. Nicht verwundert, er hat auch ein paar Kills gehabt, aber ich war weit vor dem Slug. Hat er auch ein paar Kills auf dem Offlaner, wo der Beastmaster trotzdem was bekommen hat. Na gut, der Beastmaster kann ein bisschen jungeln, mit den Äxten kann er auch last hitten. Und als dann meine Supports dann beide auf die Offlane sind, um da zu helfen, hat er natürlich ein bisschen mehr Space gehabt. Dann kommt, ja, es gleicht sich ein bisschen aus, so ein bisschen halt. Der Storm hat einen schlechten Start, ist auch nicht so leicht unbedingt gegen Klings am Anfang.
Wir haben wenigstens eine Lane gewonnen. Eine Lane von dreien gewonnen. Und darauf konnten wir aufbauen. Übrigens nochmal vorhin, weil ich vorhin Storm gespielt hatte. Und da hatten wir das Problem, dass meine beiden Sidelanes verloren haben. In der Mitte war es ausgeglichen. Am Anfang. Und dann haben wir beide Sidelanes verloren. Und da konnte ich das Spiel mit dem Storm allein nicht mehr drehen, weil wir die beiden anderen Lanes verloren haben. Und da fand ich halt diese Diskussion so ein bisschen blöd, ob der Storm da jetzt... ob ich ja nicht schon irgendwie früher Rotations machen soll, das kannst du gar nicht. Du kannst nicht, wenn die beiden Sidelines verlieren, bei Minute 11 irgendwie große Storm-Rotations machen, außer die richten eine gute Rune. Dann kannst du das machen. Aber der Storm braucht ein bisschen Farm und diesen Space muss man ihm geben, so. Und er hat auch viele Möglichkeiten. Auch schon im Midgame, relativ früh, aber nicht super früh, so. Das ist halt einfach Quatsch, weil er hat das Mana nicht, er hat die Spells noch nicht. Und da haben andere Helden, gerade Supports, hat wesentlich mehr Impact. Aber wenn ein Storm irgendwie in die Sidelane kommt, eine Dual- oder Tri-Lane läuft, dann wird er halt einfach zerfetzt, wenn die Supports da, gerade wenn sie schon eine gute Laning-Phase, die gute 10, 12 Minuten hinter sich haben. Und deswegen muss man einfach schauen, dass man es so ganz gut hinkriegt. Ja, der Krieg war fast die ganze Zeit vor mir. Hier war ich mal ein bisschen vor ihm. Hier hat er dann wieder aufgeholt und am Ende in den letzten 10 Minuten, in den letzten 15 Minuten mich dann davon gezogen.